So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 36 von Oceanhorn. Ihr seht schon, was da vorne an der Rute dran hängt. Oder an dem Faden, oder an dem Köder, oder an dem Haken, wie auch immer. Ja, und irgendwie soll es jetzt wieder spiegelverkehrt sein. Ich mache aber eigentlich nichts anderes wie sonst auch. Immer wenn der in irgendeine Richtung halt schwimmt, drücke ich halt in die Mitte. So, und dann passiert. Achso, ne, Quatsch. Das Ganze mache ich natürlich aber spiegelverkehrt. Das stimmt gar nicht, was ich da rede. Ich drücke immer in die gegengesetzte Richtung, sozusagen. Nur mir fällt es jetzt schon gar nicht mehr auf, weil es so verrückt ist. Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Ja, genau. Ich drücke nach rechts. Ja, man gewöhnt sich dran. Das Hirn gewöhnt sich dran. Dann denkt man echt, man drückt in die richtige Richtung. Oder ich bin völlig müde und denke das nur. So. Ich drücke immer in die Ecke, in der er gerade ist. So ist das praktisch. Jetzt drücke ich nach rechts. Jetzt drücke ich nach links. So, komm raus. Irgendwann, vielleicht schaffe ich es jetzt nach rechts. Ansonsten schaffe ich das eh nicht. Ich kann nur darauf hoffen, dass er in irgendeinen Ecken mal länger reingeht und dass ich ihm dann genügend Ausdauer abziehen kann. Ansonsten ist das viel zu hart fürs Hirn. Das kann mir keiner erzählen, dass das gehen soll. So. Jetzt erholt er sich nochmal. Das kann natürlich jetzt ewig dauern oder ich kann es auch richtig verbocken. Eins von beiden. So. Oder mein Hirn dreht durch, wenn er mal irgendwann so springt und ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Durchaus möglich. Ja, genau. Ich darf mir jetzt nichts anderes angewöhnen und gar nicht so viel kommentieren und so. Nein! Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich hasse den Fisch. Oh Mann, ist das so bitter. Mal, jetzt wollte ich euch eigentlich an der Stelle mitnehmen, wo ich den hier ganz gemütlich aus dem Wasser ziehe. Was ich machen kann, ist halt jetzt weiter hier ein bisschen versuchen, den da zu fangen. Und dann, wenn ich ihn dann habe, dann zeige ich es euch oder so. So. Sehr gerne kommt da auch mal ein Solfisch, habe ich eben raus. Das da ist wieder ein Solfisch. Zieht euch das rein im Vergleich, wie einfach das ist. Oh, ist das zum Kotzen. Oh, ich will auch ein Solfisch. Also, dass der so stark ist wie ein Solfisch. So, und weiter geht's. Ja, Gegner, guckt mir mal zu, wie geil ich hier angele. Oh Mann, ist das so bitter. Was habe ich jetzt für einen Gedankenfehler eben gehabt? Hab bestimmt wieder aus Versehen in die Mitte geklickt. Es kommt halt ganz schnell vor. Oh, komm, ich will jetzt diesen komischen Schattenspiegelfisch, Mann, wie auch immer. Oh, Soli, komm, jetzt nicht nerven. Ja, Solis nerven manchmal, das kennen wir ja auch. Oh, wäre das so schön, wenn das Angeln immer so wäre wie hier. Nee, ist aber cool, dass sie da eine kleine Herausforderung eingebaut haben. Macht ja schon Sinn. So, Soli. 13, irgendwas und weiter geht's. Ich brauchte dicke Fisch. Dicker Fisch, hast du noch Hunger? Komm, zeig dich. So, nochmal das Soli, das gibt's gar nicht. Ja, nee, dann machen wir's so. Dann mache ich an der Stelle einen kurzen Break und wenn ich ihn dann ein bisschen unten habe, fange ich einfach an, wieder zu kommentieren und werde das dann alles so zusammenschnippeln und so weiter. Gut, dann bis gleich. Macht's gut. Ciao. Oh, ist das so assi, ey. Immer in die Ecke klicken, in der er ist. Immer in die Ecke klicken, in der er ist. Immer in diese Ecke klicken. Das kann nicht so schwer sein, Konso. Denk dran. Immer in die Ecke klicken, in der er ist. In der er ist, in der er ist. Der Winkel hier ist aber wesentlich besser. Das ist auf jeden Fall besser. Spät angebissen, somit ein cooler Winkel. Sozusagen. Keine Ahnung. Kann man das so sagen? Bestimmt. Klingt irgendwie cool. Immer in die Ecke klicken, der ist. Immer in diese Ecke klicken. Immer in diese Ecke klicken. Auch wenn dann mein Held was anderes macht und mich das irritiert. Ah. Nein. Immer in die gleiche Ecke klicken. Immer nach rechts oder links, jetzt rechts. Klick dorthin, Konso. Du Dirmel. Egal was dein Held macht, nicht irritieren lassen. Am besten guckst du gar nicht auf den Bildschirm. Irgendwo ist ein Fisch, mach was. Oh, das da dauert 8 Jahre. Gefühlte 8 Jahre später. Ich habe einen fetten Bart bekommen. Einen ganz fetten. Oh Mann, was ist denn das? Was ist das da so bitter? Das spiegelverkehrt Fisch. Ja, jetzt wäre er nochmal weg gewesen. Bei einem anderen Winkel wäre er jetzt weg gewesen. Zu lange in die falsche Richtung geklickt, weg wäre er. Da kennt der gar nichts. Das Spiegelfisch. Oh, ich krieg hier die komplette Krise, ne? Das dauert doch nochmal 8 Jahre. Jetzt lädt er sich gleich wieder auf. Ich weiß nicht, wo ich hinklicken soll.
In die richtige Ecke klicken, in die richtige rechts klicken, auch wenn er was anderes macht. Konso. Oh Gott, das ist echt fürs Hirn totaler Abfuck. Rechts klicken und mein Held macht ja was anderes. In die Ecke klicken, rechts klicken. Oh Gott, ist das so assi. Links klicken, rechts klicken. Oh Gott. Wer das da anders hinkriegt, das muss er mal zeigen. Das ist ja voll assi. So, rechts klicken, jetzt habe ich rechts, immer noch rechts klicken. Immer noch rechts klicken. Oh, das dauert wirklich 8,5 Milliarden Jahre. Vielleicht klappt es auch so nie, weil sie genau darauf achten, dass ich dann nicht immer dagegen klicke. Vielleicht muss ich das Spielprinzip hier wirklich mal richtig raffen, dass es funktioniert. Ich hoffe nicht. Bis jetzt läuft es ja. Komm. Zieh ihm Lebenspunkte ab. Oder Stärke. Komm, Stärke, runter mit dir. Runter, Stärke, runter. So, ich ziehe weiter nach rechts durch. Oh, jetzt nach links. Also nach rechts. Oh Gott, ich fange schon an, falsch rum zu sagen. So, jetzt links. Links klicken, auch wenn mein Held nach rechts zieht. So. Wenn das Spielprinzip sonst immer anders ist, ist das halt super mies. Man übt sich das oder trainiert sich das ja auch ein. Oder prägt es sich auch so ein. Ja, aber der Winkel hier ist wirklich, das ist schon mal ziemlich gut. Das war ganz gut. Ich habe mich nur ein bisschen anders gestellt. Ich glaube, das könnte funktionieren. So wäre normal weg gewesen schon. Jo, was ist denn jetzt? Rechtsklicken, nicht rauskommen jetzt. So wollen sie mich nur verwirren. Die wollen mich nur verwirren. Oh, ist das so mies, ey. Ist das so mies. Da seht ihr, da macht er immer weiter. Oh nein. Komm jetzt, Fisch. Oh, das ist wie mit dem Arcadia-Hash damals. Das hat ja auch 8 Jahre gedauert. Das ist doch vielleicht noch der Riesenspiegelfisch. Vielleicht gibt es doch noch so kleine Viecher davon. Nein, links klicken. Uiui, das war knapp. Rechts klicken. Oh, leck. Was ist denn jetzt mit dem los? Rechts klicken. Links klicken. Rechts klicken. Alter Schwede, bleib bloß ganz locker. Bleib ganz locker, bitte. Fisch, bitte. Komm doch jetzt mal raus hier. Hallo, komm jetzt, das ist es, das ist es, das ist es, komm, das muss es sein. Nein, links klicken, rechts klicken, Alter, was ist dann, rechts klicken gehalten lassen, nein, links klicken, komm jetzt, rechts klicken, nein, links. Oh. Komm doch mal bitte raus, ey, was ist da mit dem? Jetzt. Hallo, Alter, was ist das da? Der Mega-Hai. Ach, hoi, du hast einen Geisterfisch gefangen. Wow, der Prachtkerl ist 24,92 Zoll lang. Fange deinen ersten Geisterfisch. Und meinen letzten 400 Erfahrungspunkte. Und dadurch bin ich jetzt aufgestiegen. So, und damit dann, wie gesagt, herzlich willkommen zurück in meinem Let's Play hier. So, komm, wir hauen einfach ab. Das hat mir gerade gereicht. Gehen wir noch das Rätsel lösen. Was mich noch interessiert, und zwar, achso. Du bist ein Ritter von Arkadien. Der Korallensäbel verschießt jetzt Lichtraketen, wenn du bei voller Gesundheit bist. Deine Gesundheit wurde ebenfalls aufgefüllt. Och jo. Alter, wie geht's denn jetzt ab? Hä? Lichtraketen? Ist ja schön. Ach, Moment mal. Vielleicht kann ich damit das ein oder andere Rätsel lösen, da auf dieser... auf der Insel da. Also wirklich Schaden hat das ja jetzt nicht gemacht. Komm, nerv doch nicht rum. Das ist eher zum Rätsellösen gedacht. Damals bei Zelda war es ja wirklich Schaden. Ich dachte jetzt, ich könnte da Schaden machen. Gut, vielleicht kann ich das auch gegen den einen oder anderen Gegner. Nur jetzt nicht gegen die Gegner, wo wir jetzt gerade waren. So. Sind wir nochmal bei voller Gesundheit und ballern irgendwelche Lichtraketen darum, die nichts bringen. Zumindest mal jetzt nicht. Oh, leck, das war ja mal hart, oder? Achso, ich wollte noch was gucken. Und zwar, Friedhofsinsel hatten wir zu 60% erledigt. Immer noch 60. Ich habe hart gehofft, dass vielleicht die die Fische hier mitgezählt werden. Aber nee, werden sie nicht. Haben wir jetzt wirklich auch schon jeden Typus-Gegner erledigt? Das ist die andere Frage. Naja. Ach, jeden Typus-Fisch natürlich, meinte ich. Machen die Lichtstrahlen jetzt Schaden oder nicht? Keine Ahnung, ich glaube, sie machen keinen, oder? Aber so zurückstoßen kann ich die Gegner damit. Da die komischen Skelettviecher, also diese Fledermaus-Dinger, wollte ich eigentlich sagen. Oh, vergesst das einfach. Ich bin komplett raus. Der Viech hat mich genervt. Nein. Entweder sind die Ratten zu klein oder es macht einfach keinen Schaden. Probieren wir es mal gegen die Skelette.
Oh, doch. Da mache ich Schaden. Sehr geil. Oh, ist das geil. Oh, oh, oh. Oh, ist das bitter. Ist aber auch mega bitter. So, und jetzt haben wir das Rätsel hier. Wo war wahrscheinlich... Wir haben 4, 5, 6 Plätze, die zu belegen sind. Ich mache es jetzt einfach mal so. Hm, oder auch nicht so. Keine Ahnung. Hä, Moment mal, ich kann doch gar nichts verschieben. Was kann ich denn überhaupt verschieben? Ah, das kann ich verschieben. Hm. Keine Ahnung. Was wollen die von mir? Ah, nein, das war falsch. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich überhaupt hinschieben muss, dann wäre das ja mal ganz geil. Aber ich habe null Plan. Moment mal. Die kann ich auch nicht nach hinten verschieben. So, so, so kann ich zumindest mal immer die Ausgangslage wiederherstellen. Muss ich überhaupt verschieben? Ich gehe mal weiter. Achso, da steht ja ein Tipp. Weil, ja, ohne Tipp wäre das ein bisschen assi. Dunkel war die Stunde, als die Ritter von Arkadien sich Mesmeroths Armee vor den Toren Arkadiens stellten. Die Schlacht dauerte Stunden und die Ritter waren siegreich. Als aber die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren, erschienen schwarze Schiffe am Horizont, deren Fracht Zerstörung über ganz Arkadien bringen sollte. Oho. Das heißt jetzt für mich folgendes, weiß man nicht. So, irgendwie, keine Ahnung, was die von mir wollen. Hm. Ich weiß es wirklich, also gut, klar, ich könnte das jetzt hier hinschieben. War doch nicht dahin, auch Konso. Oh. So dahin schieben, dass ich da irgendwie weiter kann. So rüberjumpen kann oder so, wäre jetzt meine erste Idee. So, jetzt könnte ich mich ja so runterfallen lassen. Ist das wirklich schon die ganze Theorie hier? Anscheinend. Machen wir einfach mal so weiter. Ich denke, das war's schon. Was soll ich sonst dort machen? So. Gehen wir mal weiter. Da hinten ist irgendwas zum Wegsprengen, so sieht's mal aus. Ist doch bestimmt Wegsprengen, oder? Oh, haben wir den komischen Viech da gefangen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Gott, war das assi. Es war so assi. Dieser blöde Viech. Oh Mann. Komm jetzt. Oh nee, was ist denn das? Ah, kann ich weggehen. Gut, alles klar. Wunderschön. So, 51. Soldat. Stirb. Oh ja, jetzt gehen wir echt massiv geil ab. So, ist in Ordnung. Können wir so machen. Ah, und hier geht's dann raus, oder? Wie geht's dorthin raus, wo ich annehme? Wo ist hier? Ah, und hier ist ein Loch. Okay. Oh, cool. Nett. So, wunderschön. So, wieder was erkundet. Wie viel haben wir jetzt hier erledigt? 71% vom Gesamtspiel haben wir erledigt. Und 70% hier vom Friedhof. Es ist der Burner. Achso, Quatsch. Was dachte ich? Ich dachte, hier wird's rausgehen. Aber da geht es ja gar nicht raus, sondern da geht es nur raus. Also, ich habe gedacht, da geht es in diese komische Hütte, wo wir hin wollten. Falls ihr mir noch folgen könnt mit meinem Gestottere da. In diese Hütte des Grabbergers, Hüters, wie auch immer. So. Ah, das ist. Was mache ich da? Nein, ich verrecke. Oh, da komme ich ja nie raus. Oh, ist das so bitter. Jo, ich spreng mich selbst in die Luft. Scheiße. Das ist echt. Komm, sterb einfach nur. Achso, kriege ich dann jetzt meine Lebenspunkte wieder aufgefüllt, oder was? Bäm. Jo. Das ist ja mal toll. An der Stelle ist es halt behindert. Ja, da kommt man gar nicht mehr raus. Jo, danke. Doppelter Tod. Hä, habe ich eine Möglichkeit, irgendwie aus solchen Situationen dann wieder rauszukommen, wenn ich dann so eine Falle reinfalle? Nicht wirklich, oder? Ja, der Ansatz war auch richtig. Ja, und da hätte ich können die Falle zuschieben. Ja. Okay, naja, jetzt ist es so, mein Extra-Leben mal schön verschenkt an der Stelle, klasse, da freut man sich doch und mein Laserschwertchen ist auch nicht mehr aktiv, aber egal, der Laden läuft, aber das hier würde ich eher als Spielbug bezeichnen, weil, jo, dass ich da aus den Fallen nicht mehr rauskomme, entweder sollen sie mich direkt sterben lassen oder halt irgendwie mir die Möglichkeit geben, da wieder rauszukommen, die habe ich doch nicht wirklich, oder? Und selbst wenn er es jetzt noch in die Kommentare schreibt, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr lesen können, weil ich das, denke mal, jetzt durchziehe am heutigen Tage. Hab Bock, das Spiel heute durchzuspielen. Und ich hoffe, ich schaff's auch. Wäre irgendwie eine coole Aktion. So, da haben wir noch irgendwelche
Kisten. Oh, das Ding ist noch recht groß. Warum ist das Ding so groß? Merkwürdig irgendwie. Ich hätte es nicht unbedingt gedacht. So, kommt mal her. Da habe ich eine Kiste entdeckt. Da muss ich direkt hin. Da muss ich aber irgendwie nach oben. Klasse. Ah. Naja, Gold haben wir ja genug. Ich glaube, einen Herzcontainer kann ich mir nirgendwo mehr kaufen. Oh doch, einfach hier hochgehen. Sehr cool. Also bei diesem komischen Zora-Händler hätte ich ja ganz gerne noch, sag mal Zora-Händler, ihr wisst ja, wen ich meine, diese komischen Wassertypen da. Da könnte ich mir eventuell noch ein Herzteil kaufen, wenn es denn ginge. Ich weiß nicht, ob es wirklich geht. So, holen wir hier. Also ich weiß nicht, ob diese Händler alle zusammengefasst werden, aber das sehen wir dann. Bis jetzt kann ich es nur erahnen, weil danach keiner mir so ein Herzteil verkauft hat. So, geht's jetzt hier raus zu der Hütte? Ne, hier geht's auch wieder runter. Echt? Oh Leute, so langsam wird das ein bisschen unübersichtlich, oder? Finde ich mal. Hoch, runter, runter, hoch. Und ein dicker... Oh, ein Schlüsselmann. So, komm her. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Wahnsinn. Und da geht's auch direkt weiter. Okay. Wo können wir dann machen, wenn ich hier alles weggesprengt habe? So, wunderschön. Schlüssel öffnen. Was da oben? Irgendein toten Skelett, Mann. Bam. Schön geht in den Kopf geworfen. Es ist so sinnfrei, aber es macht so Laune. Oh, was ist da hinten los? Das Grab oder das Ding da hinten sieht ja mal interessant aus, oder? Da will ich hin. Jo, Zeitangabe von dem Part kann ich auch keinen mehr machen, weil ich das alles mal schnippeln muss, wenn es dann da mal irgendwie fertig ist. Was ist da hinten los? Das soll da irgendwo noch eine... Ah ne, Quatsch, die ist da unten. Da unten soll irgendwie noch eine Kiste sein. Rat da nicht nerven. Ah, hier. Ah, wunderschön. Ach, ist ja Wahnsinn, wie wir da abgehen. Wie wir ein Geheimnis nach dem anderen lüften. Was ist das? Ah, Sack voll Gold. Sehr schön. 150 Goldmünzen. Wunderbar. Kann ich mir bald wieder wunderschöne Dinge kaufen. Das müsste eigentlich, wie gesagt, auch noch einen Erfolg geben. Das war... Ja, da alles... was wollte ich sagen? Achso, dass wir uns da so viel geleistet haben und so weiter. So, das wollte ich eigentlich sagen. So, was ist das jetzt hier? Oh, ist ja mal easy. Ist fast schon zu easy, oder? Kann ich nichts lesen. Die Ratten sind zu klein immer noch. Mehr Erfahrungspunkte. Way. Vielleicht ein verfluchter Schatz. Wer weiß es schon. Ja, dass man jetzt da so rumballern kann, das ist ja echt wunderbar. Das müsste ich gegen den großen Ogre mal testen. So, was ist das? Tada! Du hast einen Generalschlüssel gefunden. Hier gibt es einen Generalschlüssel, echt jetzt? Oh oh, ich ahne Böses. Also haben wir durch Zufall eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, da ja, irgendeinen Boss zu bekämpfen, oder was? Oh oh. Eine absolut optionale Geschichte ist das doch hier, oder? Sehe ich doch richtig. Ich bin ja nicht verpflichtet, gegen den zu kämpfen. Also, ich könnte ja einfach an dieser Friedhofsinsel vorbeigehen. Ist doch so, was ich da gerade rede, oder? Gut, mit dem Generalschlüssel dürfen wir auf jeden Fall jetzt mal weiterkommen. Das ist schon mal gut. Extra Leben habe ich keins mehr. Das ist natürlich nicht so gut. So, und da, das war ja der Hauptraum, wo irgendwie sehr viele Gegner gerade sind. Warum? Oh, ouch. Warum auch immer, wollte ich gerade sagen. So, bam. So, ein bisschen Erfahrungspunkte. Achso, da ist es jetzt relativ linear, das Ganze. Ja, müssen wir einfach nur hier rüber. Dann brauche ich dort jetzt so ein... Ah, nee. Was ist das jetzt hier? Mögest du nie in der Schlacht fallen, mein Herz wird auf immer dein sein. Oh, okay, das klingt nach einem Herzcontainer, oder? Du hast einen Heilzauber gefunden, nutze ihn, um dich zu heilen. Oh, okay. Geil. Ist ja mal locker. Und hier ist der... Generalschlüssel, dass wir hier rauskommen, oder was? Also unter anderem. Ein Heilzauber haben wir jetzt hier gefunden. Das ist ja mal echt geil.
So, könnte ich hier noch ein bisschen was wegsprengen. Sieht fast so aus, oder? Probieren wir das mal. Und hier wird wohl der Ausgang sein. Ja, wegsprengbar. Jetzt haben wir echt viele Geheimnisse entdeckt. Ist ja mal echt richtig geil. Das ist auch wegsprengbar. Relativ sicher. Oh, ja. Und dann werden wir wahrscheinlich die letzte Kiste hier in dem Dungeon finden. Und dann dürfte eigentlich hier alles zu 100% abgeschlossen sein. Das ist ja mal richtig geil. 200 Gold mal wieder. Wunderschön. Jo, ne. Dürfte eigentlich alles gemacht sein. Heilzauber gefunden, alles gefunden. Wie sieht's aus, Friedhofsinsel? Haben wir da 100%? Wir haben 100%. Sehr, sehr schön. Ja, nur den Erfolg da nicht. Also das war irgendwie... Und da irgendeine Kiste auf einen Gegner draufschieben, das wird uns ja noch irgendwie gelingen, hoffe ich doch mal. Oh, das Ding lebt noch. Schade, ich dachte jetzt eigentlich, da wird noch ein Boss kommen oder so, aber ja, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass keiner kam. Und ich dachte, ich würde hier ein Herzteil bekommen. Nee, aber wir haben den Heilzauber bekommen. Und mit dem können wir uns mal ganz gemütlich heilen. Das ist natürlich auch geil. Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass sowas da im Spiel drin ist. Jo, und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Dann überlege ich mir mal, wie wir weiter vorgehen, welche Insel wir noch besuchen, ob wir den Zora-Händler da wieder aufsuchen, uns da Sachen kaufen wollen. Ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr ganz genau, wo der ist. Bis ich den finden werde, werden auch noch ein paar Jahre vergehen. So, ballern wir wie wild durch die Gegend. Juhu! Das ist so geil. Macht schon Laune, ne? Ist schon ein bisschen mies, oder? So, wunderschön. Oh ja, oh Gegner, die haben echt einen schlechten Tag erwischt. Wären besser heute Morgen im Bett geblieben, so wie ich übrigens. Jo, weil wir haben jetzt 5 Uhr, ich bin weiter hier am Aufnehmen, es macht richtig Bock. Hab mich da mit irgendwelchen Spiegelfischen angelegt und so weiter, es war echt absolut sinnfrei. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir im nächsten Part weitermachen. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich werde mal eine Insel raussuchen, wo wir nochmal hingehen. Und ja, ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.